Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes, weil andere Berechnung ist, anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Manaira, ich grüße dich. Das ist die Jahreshoroskop von deinem Freund und das schauen wir auch an. Das Bild, was du siehst, ist sein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Und das zeigt die Sternenhimmel über ihn, wo er geboren ist, wann er geboren ist. Und es ist einzigartig. Es sind 12 Lebensbereiche und dort, wo Sonne, Mond und die Planeten befinden sich im Geburtshoroskop, das sind die wichtigsten Lebensbereiche für ihn. Erstens seine Persönlichkeit im Ausdruck bringen und das geht nur über Liebe oder die Frau macht ihn groß oder einzigartig oder braucht die Bestätigung, wie toll er ist. Er sucht diese Spiegel immer in die Liebepartnerschaft. Dann ist für ihn sehr wichtig die Kindheit. Hier hat er Mutterthemen und hier muss er sich etwas manifestieren. Und das ist auch seine Lebensfreude, seine Kreativität. Dann ist wichtig die Alltag und die Arbeit. Hier ist Saturn, also hat hier Lernaufgabe. Dann ist ganz viel Energie ist im Jungfrau. Und das bedeutet Jungfrau-Themen, sein Leben in Ordnung bringen, Heilung und auch diese Bescheidenheit. Und das erlebt im 11. Lebensbereich, das hat mit seinem Freundeskreis was zu tun. Oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, da fühlt er sich immer hingezogen. Und im 11. Lebensbereich sind aber auch die Wünsche und Hoffnungen. Und das muss er bereinigen. Da braucht er Heilung. Das muss manifestieren, dass er daran auch glaubt. Und die 12. Lebensbereich, das sind die Geheimnisse des Lebens, all das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und hier hat er Jupiter. Jupiter bringt ihm Glück, aber er braucht dieses Bewusstsein, wie groß er ist. Aber hier im 12. Lebensbereich hat er karmische Themen und das ist alles in die Schattenseite. Und er wird erst dann mit seinen eigenen Werten, mit seinen eigenen Größen bewusst, wenn er zulässt die Waage-Eigenschaften. Und Waage symbolisiert Partnerschaft. Also durch die richtige Partnerin, durch die Partnerschaft kommt zum einen anderen Bewusstsein. Und dann kommt die Jupiter in Geltung und raus aus diesem Schattenseite. Wo er karmische Themen hat, das ist einmal hier, die absteigende Mondknoten im Löwe, im höchsten Punkt des Horoskopes. Und das bedeutet Vergangenheit. All das, was er in früheren Leben erlebt hat. Erstmal die Löwe-Eigenschaft, also sehr königlich. Und im höchsten Punkt des Horoskopes Öffentlichkeit. Und das ist eine Botschaft, dass er in früheren Leben im Mittelpunkt gestanden hat, in Öffentlichkeit. Oder hat eine Position gehabt in Adelskreisen oder im Königshof oder in dieser Richtung hat er früher gelebt und sehr viel Anerkennung bekommen und jetzt muss er lernen und das zeigt die aufsteigende Mondknoten hier im Wassermann im tiefsten Punkt des Horoskopes. Und das bedeutet nicht in die Tiefe stürzen, überhaupt nicht, sondern das ist die Fundament. Die tiefste Punkt des Horoskopes ist,
Wenn ich das mit einem Baum vergleiche, das ist die Wurzel des Baumes. Er braucht Halt im Leben, verwurzelt zu sein, verankert zu sein, angekommen zu sein. Und das ist sein Zuhause, ein eigenes Zuhause, eigenen Familien zum Gründen. Dieser Weg kennt er aber nicht, weil dieser aufsteigende Mondknoten ist im Weg, was seine Seele sucht. Er ist auf die Suche nach diesem Weg. Und das findet er nur in Partnerschaft durch eine Frau. Vielleicht hast du gerade diese Aufgabe, ihm das zum Spiegeln und Beibringen, wie wichtig das ist. Es wäre für ihn zum Beispiel karmisch gesehen eine Art Befreiung. Da hat er seine karmischen Themen besiegt. Und das ist dieser Geburtshoroskop. Und das bleibt stehen, aber jetzt zurück zu diesen karmischen Themen, dass er in die früheren Leben in Öffentlichkeit gestanden hat, ein hohes Ansehen gehabt. Natürlich tut er sich schwer im Alltag, die Pflichten nachzugehen und arbeiten. Das ist hier die Saturn-Einfluss. Saturn belehrt ihm, Verantwortung übernehmen, seine Pflichten nachzugehen, um die Arbeit kümmern und auch um seine Gesundheit kümmern. Das sind alles Themen hier im sechsten Lebensbereich. Und Saturn ist der Hüter der Karma und der große Lehrmeister, belehrt ihn. Und sein Horoskop ist Saturn auch rückläufig. Das heißt, das hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Ja, wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt, da ändert sich nichts. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, diese Transitbewegung löst etwas aus im Horoskop. Und ich starte jetzt mit Juli 2019. Ich beginne mit Uranus. Uranus bewegt sich noch einigen Jahren nach indischen Berechnung im Widder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das erlebt er im Alltag, erlebt er bei seiner Arbeit. Und hier ist auch seine Lernaufgabe, weil Saturn befindet sich in seinem Geburtshoroskop, aber auch hier. Und wenn ich das beschreibe gesundheitlich, weil die sechsten Lebensbereich ist nicht nur die Arbeit, sondern auch Gesundheit. Uranus steht astromedizinisch in Verbindung zum Nervensystem. Und das kann passieren, dass er unzufrieden ist im Alltag oder mit seiner Arbeit und das belastet sein Nervensystem. Sonne und Venus ist in Zwillingen und zeigt die Monatsthemen. Sonne, Venus hier in Zwilling. Und das hat er hier im achten Lebensbereich. Auf diesem achten Lebensbereich gehören sehr viele Themen. Erstens die Erbschaften. Also das ist auch möglich, dass er eine erbschaftliche Situation hat. Dann hier in diesem Bereich sind auch die Investitionen und Thema Geld ist hier wichtig. Auch die Ämter wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, all diese Themen kann diese Sonne-Venus-Einfluss aktivieren. Und gehört auch zu diesem achten Lebensbereich auch die Sexualität. Und gerade mit Venus-Einfluss hier, was mit einer Frau was zu tun hat und mit der Liebe was zu tun hat, natürlich auch ein wichtiges Thema gerade, Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Und im achten Lebensbereich lernen wir loslassen. Gedankenmuster loslassen oder Gefühle loslassen wie Angst oder Verbindungen, Trennungen kann das hervorrufen. Jupiter ist der große Glücksplanet, bringt schon Glück in unserem Leben.
Jupiter vergrößert etwas. Zurzeit ist aber rückläufig, das heißt, es bremst. Wenn wir das vorhaben, etwas vermehren, diese Rückläufigkeit bremst gerade. Jupiter befindet sich zurzeit in Skorpion. Und das hat mit seiner Persönlichkeit was zu tun. Er hat jetzt mehr Chancen, Möglichkeiten, sich zu verwirklichen im Leben. Saturn und Pluto ist im Schütze. Saturn ist der große Lehrmeister, bewegt sich im Schütze und Pluto bewegt sich auch hier im Schütze. Und aktiviert erstmal Schützenthemen. Und das ist Sport, Bewegung, Veränderungen, Reisen, Neuorientierung. Die Schütze zeigt auch, weil dieser Pfeil der Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Zentrum ist spirituell, ist beschrieben unserem Wünsche. Und das heißt, er braucht zurzeit diese Orientierung und es muss entsprechend sein mit seinen Wünschen, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Vorstellungen. Dann kommt die Feuerelement dazu. Schütze gehört zum Feuerelement und das ist eine Begeisterung. Und das, was er lernt, weil Saturn belehrt ihn. Und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Das ist gerade die Fokus. Alles andere raubt nur Zeit und Energie. Dann kommt dazu die Thematik von zweiten Lebensbereich und das sind die Werte und Wertschätzungen. Wertschätzungen anderen gegenüber, aber auch Wertschätzung auch verlangen und sein Selbstwertgefühl wird jetzt befestigt. Und das, was er auch lernt, und mit Finanzen. Und das hängt Hand in Hand zusammen. Energetisch hängt es zusammen. Das heißt, unserem Selbstwertgefühl hat einen Einfluss auf unsere Finanzen. Mars und Merkur ist im Krebs. Mars bedeutet seine eigene Männlichkeit im Geburtshoroskop auf jeden Fall und auch die Kraft, wo setzt er seine Kraft ein. Aber bei diesem Transitbewegung kann auch eine andere männliche Person sein und es ist möglich, dass er jetzt Gespräche hat im Ausland. Merkur bedeutet Handlungen und Gespräche. Im neunten Lebensbereich ist Ausland. Auslandsgesprächen, entweder setzt sich da ein, weil ihm das interessiert, oder hat mit einer männlichen Person da die Kontakt. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Neptun ist gerade hier im Wassermann, wo sein aufsteigender Mondknoten befindet in sein Geburtshoroskop. Das heißt, seine Seele sucht diese Richtung. Dieser Mondknoten nehme ich jetzt raus, weil ich brauche die Karte, genauso wie Ketu nehme ich auch jetzt raus von seinem Geburtshoroskop. Ich setze jetzt hier Neptun ein. Neptun bewegt sich im Wassermann und das ist jetzt seine Chance, seine Möglichkeit, hier seine Träume zu verwirklichen, ein eigenes Zuhause zu haben, Familie gründen und dieses Gefühl zu bekommen, das ist mein fester Boden oder meine feste Partnerschaft. Da fühle ich mich sicher, ich bewege mich mit sicherem Boden. Und das sind schon seine, bei seinem Horoskop zeigt es, das ist eine Lernaufgabe, das ist ein karmischer Weg. Jetzt habe ich noch Rahu und Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten und zeigt Vergangenheit. Das sind Erinnerungen, karmische Erinnerungen. Ketu befindet sich hier im Schütze, ganzes Jahr und 2020 auch noch.
Und hier kommen seine Erinnerungen. Das hat mit Reisen was zu tun, mit Ausland was zu tun, Neuorientierung was zu tun und mit Finanzen was zu tun, aber auch mit Werte und Wertschätzung. Er sollte jetzt lernen, das im Besitz zu nehmen, was für ihn wertvoll ist. Das kann auch eine Freundschaft sein oder seine Berufung sein oder die Liebe, Partnerschaft sind. Das sind auch Werte im Leben. Und die aufsteigende Mondknoten, das ist gerade eine neue Richtung, was auch karmisch braucht zum Lernen. Das ist hier in den Zwillingen, ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch in den Zwillingen. Das sind Zwillingsthemen, Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten und bedeutet auch einen höheren Bewusstsein haben, um die Seele kümmern. Und natürlich noch die Themen von achten Lebensbereich, das habe ich erzählt, das sind Finanzen, das sind Ämter, das sind Erbschaften, das ist Sexualität und das Loslassen. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, man hat das Gefühl, oh, das geht nichts voran, oder bedeutet Vergangenheit. Ab 8. Juli ist Merkur rückläufig. Und jetzt die Mondposition. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond bedeutet, dass Sonne-Mond in eine Verbindung ist und das ist Spannung. Und das spüren wir. Und das sind Jungfrau-Themen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir etwas in Ordnung bringen, etwas klären, etwas analysieren. Oder trennen Spreu von Weizen oder Heilung braucht man. Das ist, diese Themen stellen sich dar wie eine Herausforderung. Bei ihm kommt noch dazu die 11. Lebensbereich, Spannung im Freundeskreis, Spannung in einer Gruppe. Er ist auch im Internet unterwegs, das kann auch diese Gruppe bedeuten, dass da Spannung entsteht. Oder wenn er Wünsche hat, dann in ein Halbmond Tag neigen wir dazu, das aufzugeben. 16. Juli ist Vollmond und Mondfinsternis im Schütze. Und das sind Themen, was mit seinen Werten was zu tun, mit seinem Selbstwertgefühl oder mit seinen Finanzen. Und hier hat er auch karmischen Themen. Dieser Vollmond ist hier auf diesem karmischen Knoten. Deswegen ist das ein Finsternis und aktiviert Vergangenheit. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Halbmond ist Spannung mit Kindern oder seiner eigenen Kindheit. Hier hat er auch Mutterthemen oder Lebensfreude. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Bei Mars und Venus handelt es sich um die Liebe, das sind die beiden Liebesplaneten. Dann kommt der 9. Lebensbereich dazu. Erstens hat das mit Ausland was zu tun oder mit Reisen was zu tun oder einer inneren Reise. Eine spirituelle Reise und sein Glauben. Glaubt er überhaupt an diese Liebe? Glaubt er an sich selbst? Also hier sind auch Glaubensfragen, werden hier aktiviert. Und Sonne zeigt auch als Monatsthemen. Krebs ist das Zuhause, oft der Rückzug. Und ich würde sagen, dass das gar nicht mit einem Urlaub was zu tun hat, sondern dass er nach innen gekehrt ist und versucht, das zu mit sich selbst ausmachen, was bedeutet für ihn Familie, was bedeutet für ihn diese Liebe. Merkur ist in Zwillingen. Diese Rückläufigkeit führte dazu,
das Merkur kehrt zurück zum Zwillinge und das sind Gespräche über Finanzen oder mit Ämtern. 12. August wird Jupiter direkt läufig. Hier, das hat mit seiner Persönlichkeit was zu tun. Skorpion ist ein Aszendent. Und das wirkt auf sein Aussehen, sein Auftreten, auf seine Persönlichkeit, bekommt viel mehr Chancen, Möglichkeiten und hat mehr Glück. 12. August wird Uranus rückläufig, also die Veränderungen bremst das, weil dieser rückläufige Uranus zeigt dann, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, beruflich was zu verändern. 1. August ist Neumond im Krebs. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Rückzug passt sehr gut zum Krebs. Einfach mal verinnerlichen, was seine Familie betrifft, sein Zuhause betrifft. Wohin geht die Reise, woran glaubt er überhaupt? 7. August ist Halbmond im Waage. Halbmond bedeutet Spannung. Dann kommen die Waage-Themen dazu, das ist eine rechtliche Lage oder Ungerechtigkeiten. Dann Waage symbolisiert auch die Partnerschaft, dass er erstmal das abwiegen soll oder vergleichen, soll ich nicht. Er braucht auch die Rückzug, die 12. Lebensbereich zeigt diesen Rückzug. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Vollmond bedeutet, dass etwas beleuchtet ist und das sollen wir unseren Augen öffnen, dahin schauen, weil das wichtig ist. Und das sind Steinbock-Themen hier. Steinbock heißt Ziele setzen, geduldig zu sein, Ziele nicht aufgeben, nicht aus den Augen verlieren und das ist die Lebensschule, das muss er auch lernen. 23. August ist Halbmond im Widder, wieder Spannung und das sind wieder Themen und das würde bedeuten ein Neuanfang, wieder symbolisiert Neuanfang, da ist vielleicht noch Hindernisse da und Spannung im Alltag oder in seiner Arbeit. 30. August ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation hier im Löwe. Und das ist seine Berufung oder die Zielerreichung oder Öffentlichkeit und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Der Stern der Könige. Und da hat er karmische Erinnerungen. Er hat diesen Status gehabt. Ich will nicht sagen, dass er eine König war, ich schließe aber nicht aus. Aber er hat auf jeden Fall ein ganz großes Ansehen gehabt in früheren Leben. Da ist ein absteigender Mondknoten hier im Spitze des Horoskopes im Löwe. Natürlich kommen dann solche Erinnerungen auch. Und gerade wenn von Regulus bestrahlt ist. Regulus ist das Herz der Löwen, also aktiviert Herzensangelegenheiten. Und dann kann er die Frage stellen, was er alles liebt. Sein Hobby, seine Berufung oder Familie oder dich, wie wichtig das in Liebe Partnerschaft ist. Und er hat dieses Bedürfnis nach Herzöffnung. September. Sonne, Mars, Venus und Merkur ist im Löwe. Und aktiviert die Löwenthemen und das ist sein Selbst und seine Selbstdarstellung. Und bei ihm kommen da auch Erinnerungen, karmische Erinnerungen und auch das Ansehen, die Anerkennung, die Öffentlichkeit. 19. September wird Saturn direkt läufig, also ab 19. September ändert sich die Richtung und das hat einen großen Einfluss auf unserem Leben, weil Saturn ist der Schicksalsplanet, lenkt unserem Schicksal
Und das erlebt er hier bei die Schütze im zweiten Lebensbereich. Neuorientierung oder handelt sich um Geld, Finanzen oder all das, was ihm wertvoll ist, zum Beispiel die Liebe, Partnerschaft, das wirklich befestigen, das in Besitz nehmen. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond ist Spannung. Das trifft ihn persönlich, das kann seine eigene Unsicherheit sein oder in seiner Umgebung gibt es Herausforderungen und das ist nicht einfach, also mindestens mal in diesem Tag. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet. Sollen wir die Augen öffnen und das genau anschauen. Und das ist hier im Wassermann und das ist sein Zuhause. 22. September ist Halbmond im Stier. Halbmond bedeutet Spannung und das in die Liebe, Partnerschaft. Dazu kommen noch Stierthemen dazu. Er verliert die Ruhe oder muss er um den Besitz kümmern. 28. September ist Neumond im Löwe und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das sind Löwenthemen, entweder seine Selbstdarstellung oder seine Berufung. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist entweder eine Gruppe, wo er unterwegs ist, das kann Internet sein, oder aktiviert seine Wünsche, seine Vorstellung und bei Mars und Venus Energie handelt sich hier um die Liebe. Merkur ist im Waage. Merkur aktiviert hier Waage-Themen wie Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage und Waage symbolisiert auch Partnerschaft. Und alles im 12. Lebensbereich, das sind Geheimnisse. Oder er möchte was sagen, aber er weiß nicht, wie er sich ausdrücken soll, also er verschluckt die Worte. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung, was die Werten betrifft oder die Finanzen. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, das ist wichtig, hier Thema Kindheit oder inneren Kind, hier hat er auch Mutterthemen und Lebensfreude. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, Spannung mit Ämtern oder er sollte loslassen und er möchte aber etwas festzuhalten. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrauen, das wäre klug, Rückzug, zurückziehen von dieser Gruppe, nachdenklich zu sein, was sind seine Wünsche. November. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist Gerechtigkeit, Kreativität und Partnerschaft und die tiefe Zusammenhänge erkennen. Mars ist im Jungfrau und das kann bedeuten Kontakt im Freundeskreis mit einer männlichen Person. Oder seine Kraft setzt er ein in Freundeskreis, weil er muss sich behaupten. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und das kann bedeuten, dass eine weibliche Person hat einen Einfluss auf seine Persönlichkeit und hier kommen auch Gespräche.
Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur wieder direktläufig und das beeinflusst die Kontakte, Gespräche. Ab 28. November wird Neptun direktläufig, das heißt, Neptun ändert sich die Richtung, bewegt sich alles voran und lässt die Träume verwirklichen. Neptun ist hier im Wassermann im vierten Lebensbereich und das hat einen Einfluss auf seine Wohnsituation. 4. November ist Halbmond im Steinbock und das ist hier im dritten Lebensbereich und das heißt, entweder hat er Konkurrenten, er muss sich behaupten oder er hat Ziele, er muss an diesen Zielen glauben und bei diesem Halbmond entsteht ein gewisser Zweifel daran. 12. November ist Vollmond im Widder, das wird beleuchtet. Und das sind wieder Themen wie ein Neuanfang und das hat einen Einfluss auf seine berufliche Situation und er muss genau dahin schauen. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung auf Reisen oder an Zweifel an etwas, woran er glauben soll. Das sind Glaubenssätze, glaube ich an mich selbst, glaube ich an mein Vorhaben, glaube ich an die Liebe und bei diesem Halbmond neigt man dazu daran zum Zweifeln. 26. November ist Neumond im Waage. Neumond bedeutet Rückzug und hier im 12. Lebensbereich sowieso. Da braucht er auch die Zeit für sich selbst. Dezember. Sonne ist im Skorpion. Monatsthema ist auf seinen Gefühlen achten, von Angst befreien, all das transformieren, übergehen auf anderen Gefühlen, wie zum Beispiel Vertrauen oder Hingabe oder Liebe. Und das hat einen Einfluss auf seine Persönlichkeit. Oder ist ihm wichtig die Selbstdarstellung? Mars und Merkur ist im Waage und diese Energie aktiviert Waage-Themen und das ist das innere Gleichgewicht, die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeiten und auch Liebe, Partnerschaft. Dazu kommt noch Kunst, Kreativität und hier braucht erstmal Kraft für sich selbst. Wenn Mars hier zurückzieht im 12. Lebensbereich, dann heißt, er braucht die Ruhe, weil im Ruhe liegt die Kraft. Und dann sind es noch Gespräche, alles im Geheimen. Das kann bedeuten, dass mit einer männlichen Person diesem Gesprächen hat oder hat ein geheimer Feind, eine männliche Person, und er sollte das auch erkennen und sich behaupten. Jupiter und Venus ist im Schütze. Jupiter ist das große Glück, Venus ist das kleine Glück und hier im zweiten Lebensbereich, wo um Finanzen geht, er kann in dieser Zeit was gewinnen oder etwas investieren. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung zu Hause. Oder er verspürt die Nervosität und wäre besser zurückziehen, sich ausruhen. Oder möglich ist es auch, dass er eine kleine Reparatur hat im Haus. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Und diese Stierthemen wird beleuchtet und das soll da die Augen öffnen, weil das wichtig ist. Das ist die Ruhe bewahren, etwas in Besitz zu nehmen, aber nicht festhalten. Und um das Geld kümmern, dann kommt noch dazu die Themen von 7. Lebensbereich und das ist Liebe, Partnerschaft.
19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Spannung hier bei Löwe-Energie, die Selbstdarstellung. Und in diesem Tag hat er das Gefühl, er wird übersehen, nicht wirklich wahrgenommen. Die Bedürfnis ist aber da, wahrgenommen zu werden. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Das ist wichtig, die Rückzug, Nachdenklichkeit über Werten, über Besitz und über die Finanzen. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Und das bedeutet entweder, er mag Sport, Bewegung oder zeigt seine Männlichkeit, kann sie sich durchsetzen oder hat Kontakt mit einer männlichen Person und dieser Mann hat einen Einfluss auf seine Persönlichkeit oder sie begegnen sich in persönlichen Umgebung. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Werte und Finanzen. Bei Merkur-Energie ist möglich, dass er Termine hat oder er muss einen Vertrag unterschreiben, führt Gespräche über Finanzen. Und Venus ist hier im Steinbock. Das kann eine Frau sein von Verwandten. Oder Bekanntenkreis von Nachbarschaft zum Beispiel oder über Internet, weil die dritte Lebensbereich hat auch mit Medien was zu tun und Internetbekanntschaft. Möglich ist auch, dass du bist diese Frau und ihr kommt in Kontakt und macht eine kleine Reise oder gibt es kleinere Veränderungen. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Ziele setzen, Zielerreichung, Geduld und Ausdauer, dann auch Kontakt zum Verwandten, Nachbarschaft, Internetbekanntschaften oder Bildung. Das ist auch die Schule des Lebens, sich zu behaupten. Venus und Merkur ist im Wassermann. Hier sind Gespräche und eine Frau hat einen Einfluss auf seine Wohnsituation. Kann auch bedeuten, dass er einen Vertrag unterschreibt, einen Mietvertrag oder Kaufvertrag. März 2020. Saturn und Pluto übergeht im Steinbock. Und hier hat dann seine Lernaufgabe, das ist die Saturn-Einfluss, das Schule, das Leben, diese Prüfungen bestehen. Hier gibt es auch Konkurrenten oder Rivalen, bedeutet auch sich zu behaupten bei Verwandten, oder überprüfen die Internetkontakte. Und hier auf dem Wesentlichen konzentrieren, das ist dann Pluto-Energie. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist sein Zuhause. Und hier sind Gespräche diesbezüglich oder ein Vertrag. Venus ist im Widder. Und Mars ist im Schütze. Venus hier im Widder kann bedeuten, ein Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft oder eine weibliche Person hat einen Einfluss auf seine berufliche Situation. Und Mars hier im zweiten Lebensbereich, er muss sich behaupten, zu seinen Werten stehen
und um die Finanzen kümmern. April 2020, Mars übergeht im Steinbock und das heißt, hier muss er sich behaupten, sich durchsetzen und steht in einer Art Prüfung. Die Verwandten gegenüber oder hat er Konkurrenten oder setzt seine Kraft ein auf eine kleine Reise, kleinere Veränderungen oder Schulungen. Sonne und Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist Kindheit, Erinnerungen oder Gespräche mit Kindern oder Jugendlichen, aber auch Lebensfreude und Kreativität. Und Venus ist im Stier. Aktiviert Liebe, Partnerschaft, das kannst du sein. Mai 2020. Mars bleibt, Sonne, Merkur, Venus ändert sich. Sonne, Merkur ist im Widder. Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit und hier hat er Termine und Gespräche. Das kann auch Arzttermin sein. Und Venus ist in Zwillingen. Und hier im Zwillingen, im achten Lebensbereich, bedeutet diese Venus-Energie entweder Termine mit Ämtern oder eine erbschaftliche Situation. So hat er Kontakt mit einer Frau. Oder liebe Partnerschaft ist wichtig, die Sexualität, Leben im achten Lebensbereich. Gehört auch Thema Sexualität auch dazu. Juni 2020, Sonne und Venus ist im Stier. Das löst eine Rückläufigkeit aus. Und hier ist Monatsthema auf jeden Fall Liebe, Partnerschaft, das zu befestigen. Merkur ist in Zwillingen. Hier hat er Termine mit Ämtern und das hat alles mit Finanzen was zu tun. Mars übergeht im Wassermann und das heißt, er setzt seine Kraft ein in seine Wohnsituation oder kommt eine männliche Person im Haus, ist vielleicht eine Reparatur. Und Jupiter verabschiedet sich von Schütze, übergeht im Steinbock, aber nur im Grenzbereich, dann wird rückläufig und dann kehrt wieder zurück zum Schütze. Aber für eine kurze Zeit wirkt Jupiter hier im Steinbock und das sind die Chancen, Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen. Liebe Manaira, so könnte ich das Jahr für deinen Freund beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.